In diesem Video gebe ich dir meine 40 Geheimnisse, um im TMS Fokus und Konzentration auf einem höchsten Niveau zu halten. Mit diesen Geheimnissen konnte ich 100% im TMS erreichen. Wir beschäftigen uns vor allem mit Techniken, die ich aus sehr vielen Büchern und Studien herausgefiltert habe. Hey Leute, ich heiße Karim und ich studiere Medizin. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Lernen, Produktivität und Erfolg. Wenn dich diese Themen interessieren, dann lass doch gerne ein Abo da, damit du immer informiert bist. In der Vorbereitungsphase auf den TMS habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, nicht auf einem höchsten Konzentrationsniveau zu sein. Glücklicherweise bin ich dann irgendwann in die Buchhandlung gelaufen und habe das Buch Deep Work gefunden. Das Buch gibt dir sehr viele Techniken, Strategien, mit denen du eben deine Konzentration erhöhen kannst. Seitdem habe ich mich mit Studien und Büchern, die sich mit diesen Themen beschäftigen, intensiv befasst. Ich werde dir zunächst etwas zu Fokus und Konzentration grundsätzlich erklären, um dann darauf einzugehen, wie du deine Psyche, deine Vorbereitung, deine Gewohnheiten und deine Umgebung beeinflussen kannst, um einen maximalen Fokus und eine maximale Konzentration herbeizuführen. Du musst grundsätzlich verstehen, Fokus und Konzentration sind nicht Sachen, die einfach über Nacht passieren. Man muss sich diese Sachen antrainieren. Das ist eine der zentralen Aussagen von Deep Work. Konzentration ist ein Muskel. Je häufiger wir ihn trainieren, desto besser werden wir. Weiterhin wird in dem Buch The Compound Effect dargestellt, dass es nicht die eine einzige Strategie gibt, um deinen Fokus zu verbessern, sondern dass es viele ganz kleine Sachen sind, die dich mit der Zeit immer mehr an ein Höchstleistungsniveau heranbringen. Eben der Compound-Effekt. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass wenn wir etwas machen, solange es nicht schädlich ist, es aber auch nicht unbedingt großen Vorteil bringt, dass es uns trotzdem nach vorne bringt. Das ist ein ganz simpler Placebo-Effekt. Wir täuschen damit unsere Psyche und denken, wir würden was Gutes machen, obwohl wir eigentlich nichts Wichtiges machen. Das ist ein großer Vorteil bei Fokus und Konzentration. Und weil ich weiß, dass es schwer ist, sowas alleine hinzukriegen, kannst du mir gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben und ich versuche dir bei diesem Fokus- und Konzentrationsding zu helfen. Kurze Erinnerung an dich, ich werde ab diesem Sonntag regelmäßig um 18 Uhr einen Livestream auf YouTube starten. Du kannst im Livestream alle deine Fragen, die du zum TMS hast, gerne stellen und ich werde sie dir beantworten. Fangen wir nun mit den Tipps an. Tipp Nummer 40. Keine Gegenstände oder Objekte in unserer Lernumgebung, an die wir irgendwelche persönlichen Erinnerungen oder Gedanken haben. Wenn du von irgendwem ein Geschenk bekommen hast, zum Beispiel ein Stift und du schreibst damit, weg damit, auf gar keinen Fall. Immer wenn wir diesen Stift denken, assoziieren wir das direkt mit der Person, die uns das geschenkt hat und wir denken daran. Das dekonzentriert uns. Lerne in einer Umgebung, die neutral gestaltet ist, also am besten nicht im eigenen Zimmer und sogar nicht im eigenen Haus. Der Idealfall wäre eine Bibliothek. Bereite alles am Vorabend vor. Mach deine Stifte in die Bücher, mach die Bücher in den Ranzen oder auf den Schreibtisch, je nachdem, wo du lernst, damit du gar keinen Grund hast, um Zeit zu verschwenden. Hab keine Motivationsbilder bei dir. Wenn du ein Bild von deiner Traumumi irgendwo hängen hast, dann führt das nur dazu, dass du beim Lernen, wenn du das siehst, an dein Leben später denken wirst. Das lenkt dich gerade von deiner Aufgabe ab. Achte auf die Belichtung. Im Idealfall sitzt du entweder im Sonnenlicht oder in einem sehr hell erleuchteten Raum. Wieso? Dadurch wird Melatonin ausgeschüttet und Melatonin ist das Hormon, das für unser Wachzustand zuständig ist. Ein Tipp vor allem für den Testtag, aber auch für die Vorbereitung. Setz dich nicht in die Nähe von Menschen, die bunt angezogen sind. Wenn du jemanden siehst, hat einen grünen Pullover, ganz weit weg, geh lieber neben jemanden, der grau angezogen ist. Das ist sehr neutral und führt dazu, dass unsere Augen nicht zu sehr gereizt werden. Wisst ihr, wieso moderne Bibliotheken so gut wie immer in schwarz, grau und weiß gehalten sind? Aus demselben Grund wie auch eben. Diese Farben reizen unsere Augen nicht. Also grundsätzlich geht entweder in eine Bibliothek oder an eine Umgebung, die sehr viele neutrale Farben hat. Wenn ihr lernt, dann fummelt nicht an euch rum. Und ich meine das jetzt nicht so, wie ihr denkt. Obwohl, wenn ihr das dabei macht, dann lasst es auch lieber. Was ich vor allem meine, ist in den Haaren rumfahren, an irgendwelchen Pickeln rumarbeiten, am Ellenbogen kratzen, all diese Sachen, die wir unterbewusst machen und die uns sehr stark ablenken, weil wir dann gerade an diese Aktion denken. Was ich zum Beispiel sehr oft mache, wenn ich lerne oder nervös oder gestresst bin, ich kaue meine Nägel und das ist echt nicht gut. Trag keine Ringe, Ketten, Ohrringe, Armbänder. Dieses Gefühl auf der Haut kann uns auch ablenken. Das ist zwar eher selten, aber das passiert auch relativ häufig, ohne dass man das selber bemerkt. Einfach nur, dass wir dieses Gefühl haben, da ist irgendwas. Sehr viele nutzen sehr gerne Ohrstöpsel, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Ist grundsätzlich eine gute Idee, aber die meisten gehen das vollkommen falsch an. Was viele machen ist, die lernen 3 Monate ohne Ohrstöpsel und dann am großen Tag Ohrstöpsel reinzumachen. Das ist vollkommener Quatsch, weil man das dann nicht gewohnt ist und das fühlt sich komisch an. Was man machen sollte, ist, jeden Tag mit diesen Ohrstöpseln zu lernen. Dann funktioniert das auch super. Nutzt in der Vorbereitung dieselben Materialien, von denen ihr wisst, dass ihr sie auch im Testtag nutzen wird. Damit meine ich vor allem die Stifte. Ich habe bei meiner allerersten Chemieklausur immer mit einem Apple Pen gelernt und dann am Klausurtag natürlich mit einem Kuli. Das hat sich total unangenehm angefühlt und es hat mich mega dekonzentriert. Also schreibt mit denselben Testmaterialien in der Vorbereitung und am Testtag. Schaut nicht von eurem Blatt weg.
bleibt immer auf diesem Blatt. Ihr müsst nicht unbedingt die Wörter fokussieren, aber guckt auf dieses Blatt, dass ihr einfach eure Umgebung vollkommen vergesst. Stellt euch die Zeit auf einen Timer und schaut hin oder schaut nicht hin. Das ist sehr unterschiedlich. Für einige ist es gut, die Zeit zu sehen und dieses tickende Uhrgefühl zu haben, während für andere ist es gut, eben nicht auf die Zeit zu gucken und sich nicht abzulenken, wenn man eher vom Blatt wegguckt. Ich selber habe bei den kleinen Untertests mir immer die Zeit angeguckt, weil ich da wirklich dieses dringende Zeitgefühl haben wollte, während ich bei den großen Untertests nicht hingeguckt habe, weil ich da immer, wenn ich dann weggeguckt habe, mich eher dekonzentriert habe und es mir da wichtig war, immer auf den Blättern fokussiert zu sein. Wenn ihr aber wegguckt, dann würde ich euch raten, dreht nicht den Kopf, sondern nur die Augen. Ist eine kleine Sache, aber small things add up. Noch eine Strategie, um Fokus zu erhöhen, ist es, mit weniger Zeit zu trainieren. Wenn ihr im bestimmten Untertest das Gefühl habt, dass es zu leicht für euch wird, dann senkt einfach die Zeit. Dadurch fangt ihr an, euren Fokus zu erhöhen. Noch eine Sache zum Thema Zeitmanagement ist es, eher Aufgaben zu überspringen, als Aufgaben länger zu bearbeiten. Und das ist tatsächlich für den Fokus verdammt wichtig, weil wir, wenn wir uns an einer Aufgabe abarbeiten, mit der Zeit immer mehr die Konzentration verlieren, immer mehr dieselben Routen nochmal durchgehen. Während wir, wenn wir auf eine neue Aufgabe übergehen, gleich wieder einen neuen Schalter umlegen. Eine für mich sehr wichtige Sache, um Fokus und Konzentration zu steigern, war es, komplett Simulationen zu machen. Dadurch, dass ihr stundenlang gezwungen seid, euch zu konzentrieren, wie auch eben am TMS, wird das mit der Zeit immer besser werden. Viele vergessen das immer und ich glaube, dass das eigentlich für mich einer der größten Erfolgsgründe war. Aus demselben Grund, aus dem wir komplett Simulation machen, weil wir eben uns lange Zeit konzentrieren wollen, sollte man auch am besten Blocktraining machen. Das heißt, jeden Tag, wenn wir trainieren, alles an einem Rutsch zu machen. Versucht es nicht auf 2x2 Stunden zu splitten. Zum einen sollte man das machen, weil es natürlich leichter ist, sich nur über 2 Stunden als über 4 Stunden zu konzentrieren. Und wir wollen es ja nicht leichter machen, als es ist. Und zum anderen ist es auch schwerer, immer wieder in einen Konzentrationsstatus einzusteigen. Wenn ich 3x am Tag 1 Stunde lerne, muss ich 3x in einen Konzentrationsstatus kommen. Hingegen, wenn ich 1x 3 Stunden lerne, muss ich mich nur 1x dazu überwinden, konzentriert zu werden. Noch eine Sache, die sehr anspornt, sich zu konzentrieren, ist es, sich in einen Wettkampf mit sich selber zu begeben. Ich habe deswegen versucht, immer entweder schneller oder besser als am Vortag zu sein. Dadurch war ich automatisch schon gezwungen, konzentriert zu sein, weil ich mir einfach beweisen wollte, dass ich besser bin als am Tag davor. Es ist außerdem wissenschaftlich auch bewiesen, dass wir uns am besten morgens konzentrieren können, beziehungsweise dort sind unsere Konzentrationsspeicher am wenigsten verbraucht. Trainiere also immer morgens, wenn es geht. Eine super Sache, um in einen Konzentrationszustand zu kommen, sind Rituale. Ich selber habe immer, bevor ich angefangen habe zu trainieren, mich hingesetzt, Augen zugemacht, Hände zusammengelegt und mir einfach gesagt, okay Karim, jetzt ist Fokus angesagt, jetzt musst du liefern, jetzt wird gepunktet. Diese 3 Sätze habe ich mir immer jeden Tag gesagt und dadurch konnte ich immer in diesen Fokus- und Konzentrationszustand kommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung aus der Uni, dass es genial ist, mit einem Lernpartner zu lernen. Und zwar nicht, weil man sich dadurch etwas gegenseitig erklären kann, sondern wenn eine Person neben dir sitzt, fühlst du dich total gezwungen, produktiv zu sein und konzentriert zu sein und dich nicht ablenken zu lassen. Und es muss dabei gar nicht mehr jemand sein, der den TMS schreibt. Egal welche Person, die gerade fokussiert und konzentriert arbeiten will, ist perfekt für so etwas. Ein weiterer Tipp, um von vornherein deinen Fokus nicht zu zerstören, ist es am Testtag, vor dem Test und in der Mittagspause mit jemandem zu reden. Aber auch in der TMS-Vorbereitung würde ich euch raten, nicht euch mit anderen Leuten über eure Ergebnisse oder sowas auszutauschen. Egal, ob ihr besser oder schlechter seid. Es führt nur dazu, dass ihr dekonzentrierter seid. Im Buch The One Thing beschreibt der Autor, dass man sich jeden Tag auf die eine Sache konzentrieren soll, die man wirklich machen will. Diese Sache, durch die alle anderen Sachen leichter werden. Für euch in der TMS-Vorbereitung bedeutet das, stark und konzentriert fokussiert zu starten. Wieso? Weil es dort dann zum Domino-Effekt kommt, der später im Buch beschrieben wird. Wenn wir einmal wirklich fokussiert starten, kommt es zum Schneeballeffekt und wir werden immer konzentrierter und fokussierter. Was habe ich nun aber gemacht, wenn ich die Konzentration verloren habe? Dann habe ich das sogenannte Zoning Out angewendet. Das heißt, ich habe die Augen zugemacht und mir einfach vorgestellt, dass ich aus meinem Kopf, aus der Welt herausfahre. Das klingt jetzt zwar sehr esoterisch, aber es gibt einem wieder so dieses eine Gefühl von Gelassenheit und so einen kurzen Neustart. Es hilft auch sehr, um in die Konzentration reinzukommen, Atemübungen anzuwenden. Dabei geht es gar nicht darum, welche Atemübungen ihr macht, sondern einfach nur, dass ihr euch bewusst auf eure Atmung fokussiert und in den Bauch atmet. Eine Sache, die man besonders in der Vorbereitung außerhalb des Trainings machen kann, ist das Meditieren. Ich weiß, wie komisch das klingt und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das nicht so oft gemacht, aber es steht in der Forschung überall. Meditieren verbessert die eigene Konzentration und Leistung um einiges. Jeden Abend eine Viertelstunde vor dem Schlafen gehen wirkt Wunder. Eine super Sache, die ich auch angewendet habe, um aus Konzentrationstiefs rauszukommen, waren Fingerübungen. Ich habe immer eine bestimmte Fingertechnik angewendet. Ich glaube, das war Endglied, Mittelglied, Grundglied, Grundglied, Mittelglied, Endglied und so weiter. Genau, immer das hier so einfach, um mich vollkommen auf etwas anderes zu fokussieren. Das habe ich von tibetischen Mönchen. Eine Sache, die für mich auch Gold wert war, war es, ein Mantra zu haben. Für mich war es einfach immer Fokus, 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 Fokus sagen. Ich habe das nicht immer angewendet, sondern vor allem im Konzentrationstest und den anderen
einen kleinen Untertest. Einfach nur die ganze Zeit von mir hingemurmelt, Fokus, 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 Fokus. Ich kann euch nicht genau sagen, wieso das so hilfreich war, aber ich kann euch sagen, es war genial für mich. Ich konnte meine Psyche auch sehr gut durch mentale Vorstellungen verändern, die meinen Fokus erhöht haben. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, mein Kopf hat kein Gehirn, sondern innen drin sind ganz viele Stahlfäden, die straff gespannt sind von links nach rechts. Ich hatte dadurch einfach das Gefühl, dass ich wie eine Maschine gearbeitet habe und eher weniger wie ein Mensch und nicht so beeinflussbar war von außen. Ich weiß, das klingt komisch, vor allem wenn ich das jetzt so sage, aber es hat mir einfach dieses enorme Gefühl von Überlegenheit gegeben. Eben habe ich euch noch gesagt, redet mit keinen TMS-Teilnehmern in eurer Vorbereitung über eure Ergebnisse oder sowas. Jetzt sage ich euch aber, redet mit Leuten, die euch nahestehen, Freunde, Mama, Papa, Schwester, wer auch immer, dass ihr 100% erreichen würde. Ihr schafft um euch herum eine solche Erwartungshaltung, dass ihr immer wieder, wenn ihr lernt und euch ertappt, wie ihr nicht fokussiert seid, immer wieder zurückdenkt, verdammt, die denken von mir, ich muss jetzt 100% erreichen, ich muss jetzt hier fokussiert arbeiten, das soll was werden. Eine der besten Gewohnheiten, die ihr haben könnt, um eure Konzentration fast schon automatisch zu steigern, ist es, regelmäßig Sport zu machen. Und dabei zählt vor allem Ausdauersport. Es gibt unzählige Studien, die immer wieder beweisen, wer regelmäßig Ausdauersport macht, ist konzentrierter und auch viel leistungsfähiger. Eine Sache, die auch leider sehr oft vergessen wird, ist, dass der Ausgleich enorm wichtig ist. Ich habe das vor allem in meiner Uni-Zeit gemerkt. Ihr könnt nicht jeden Tag stundenlang für den TMS lernen, egal wie wichtig es ist. Ihr müsst mindestens die Hälfte der Zeit auch mit euren Freunden, eurer Familie verbringen. Ihr müsst Spaß haben, dass es sich für euch auch lohnt, am Morgen danach wieder hart zu arbeiten. Eine Sache, die ich aus dem Speedreading-Buch habe, ist, dass die eigene Kopfhaltung sehr wichtig ist beim Bearbeiten der Aussage. Ihr dürft nicht viel zu nah dran sein, aber auch nicht viel zu weit weg. Der richtige Abstand liegt ungefähr bei 25 cm. In dieser Position haben wir die beste Möglichkeit, uns zu konzentrieren. Eine Sache, die auch sehr oft übersehen wird, ist die Sitzstellung. Für die Boys gilt da, setzt euch nicht breitbeinig hin mit dem Rücken nach hinten und dem Po nach vorne. Für die Ladies gilt da, verrenkt euch nicht in irgendwelche komischen Sitzhaltungen, bei denen euer Knie, euer Kinn berührt oder was weiß ich. Die Universalsitzhaltung zum Erfolg ist Po nach hinten, Rücken nach hinten, Kniekehle an die Sitzkante oder Po direkt auf die Sitzkante, wenn ihr euren Rücken so lange gerade halten könnt. Jetzt kommen wir in den Bereich der wirklich essentiellen Sachen. Tipp Nummer 6 ist Schlaf. Ihr braucht jeden Tag mindestens 8 Stunden Schlaf. Und lieber lernt weniger, aber habt den richtigen Schlaf, denn so werdet ihr viel erfolgreicher, als wenn ihr die eine Stunde eher lernt. Ihr könnt im Buch Why We Sleep unzählige Sachen nachlesen, wieso der Schlaf so wichtig ist. Unser Trinkverhalten, also wie viel trinke ich am Tag und was trinke ich, beeinflusst maßgeblich unseren Erfolg. Grundsätzlich gilt, versucht jeden Tag so viel Wasser wie nur möglich zu trinken. Für ein TMS hingegen gilt, trinkt allerhöchstens jede halbe Stunde einen Schluck. Maximal. Am besten vielleicht sogar nur einen Schluck jeden Untertest, sonst müsst ihr ziemlich schnell aufs Klo rennen. Eine Sache, die für mich auch enorm, enorm wichtig war, ist die Ernährung. Viele denken niemals daran, obwohl das eigentlich einer der maßgeblichsten Faktoren ist. Bei der Ernährung auf eine Prüfungssituation gibt es viele Sachen, auf die man achten muss. Ich werde jetzt aber nur einige Sachen nennen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben. In der Vorbereitung so viele komplexe Kohlenhydrate wie nur möglich essen. Nudeln, Vollkornbrot. Am Testtag versucht morgens leicht zu essen. Ein Salat, Vollkornbrot oder Nudeln, irgendwas in der Richtung, was euch viele komplexen, also langkettigen Kohlenhydrate gibt. Für den TMS dazwischen Nüsse, Beeren, getrocknete Früchte, alle Sachen, die sehr wenig Zucker haben, aber vor allem euch langfristige Energie geben können, Antioxidantien geben können. Für die Mittagspause habe ich mir Hähnchen geschnetzeltes, Nudeln und Salat gemacht. Dabei geht es aber vor allem auch darum, darauf aufzupassen, dass man sich nicht zu voll macht, weil man sonst in dieses Verdauungskoma kommt. Ihr kennt das selber, wenn ihr esst, dann seid ihr dann noch so 1-2 Stunden vollkommen weg. Ihr sollt zwar was essen in der Mittagspause, aber nicht so viel, dass ihr in diesen Entspannungsmodus kommt. Eine Sache, die auch häufiger mal genutzt werden, sind Aufputschmittel wie Energy Drinks oder andere Sachen, Ritalin oder sowas. Ich rate von sowas grundsätzlich ab. Wenn ihr sowas probieren wollt, dann in der Vorbereitung mindestens einen Monat lang trainieren damit und gucken, wie reagiert mein Körper, wie genau muss ich darauf achten. Und grundsätzlich gilt für die Ernährung, je langfristiger ihr das macht, desto besser und effektiver wird die Umstellung. Allerspätestens eine Woche vor dem TMS rate ich euch, eure Umstellung auf eine sehr gesunde Art und Weise umzustellen, um die besten Nährstoffe für den Körper bereitzuhalten. Jetzt sind wir schon bei meinen Top 3 Geheimnissen für Fokus und Konzentration. Tipp Nummer 3. Absolutes Netflix- und Unterhaltungsverbot jeden Abend vor einem Vorbereitungstag. Beim Lernen sind viele der Sachen, die uns ablenken, Sachen, die wir vorher am Abend uns angeschaut haben, sind einfach drin in unserem Kopf, vor allem, weil wir das vor dem Schlafen gemacht haben und unser Hirn sich daran erinnert. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel bei der Uni beim Lernen immer wieder mich ertappt habe, wie ich an die letzte Folge Grey's Anatomy zurückgedacht habe. Tut euch den Gefallen
Und mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen schaut euch nichts mehr dergleichen an. Lest auch kein Buch, das ist genauso ablenkend. Am besten meditiert ihr oder macht Sport, nehmt ein heißes Bad, irgendwas in der Richtung, aber keine Unterhaltung. Tipp Nummer 2, am Tag vor dem TMS unbedingt gar keine Videos oder überhaupt Kontakt zu irgendwem in der TMS-Community. Der letzte Tag muss vollkommen euch gehören. Ihr dürft auf niemand anderes hören, der irgendwas mit dem TMS zu tun hat. Trefft euch mit der Freundin, mit euren Eltern, was auch immer. Aber ihr dürft an diesem Tag nichts mit dem TMS zu tun haben, damit ihr euch auf diese Challenge vorbereiten könnt. So, und jetzt mein absolutes Geheimnis, um Konzentration und Fokus groß zu halten. Wir haben gesagt, Konzentration und Fokus wird mit der Zeit immer mehr. So, das heißt, wir müssen vor allem in der Vorbereitung und Konzentration und Fokus hochhalten. Wie machen wir das? Indem wir unser Leben in den Griff bekommen. Wenn ihr auf irgendeine E-Mail antworten müsst, wenn ihr Versicherungskram erledigen müsst, wenn ihr einen Brief absenden müsst, was auch immer, erledigt sowas so schnell wie möglich. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, das uns in der Vorbereitung mehr stört und dekonzentriert, als wenn wir noch irgendwelche anderen Sachen zu tun haben. Das könnt ihr vor allem in dem Buch Getting Things Done nachlesen, auf dem auf sowas sehr intensiv nachgegangen wird. Versucht also, wenn ihr euch auf ein TMS vorbereitet, alles andere in eurem Leben so gut wie möglich in den Griff zu bekommen, sodass ihr kaum Gedanken daran verschwenden müsst. Und weil ihr jetzt alle meine Geheimnisse für Fokus und Konzentration angeschaut hast, kriegst du hier von mir noch einen Extra-Trip. Und der heißt Reizreduktion durch Reizselektion. Wie du vielleicht weißt, muss das Gehirn von tausenden und abertausenden Reizen, die auf ihn einwirken, durchgehend selektieren und nur die relevanten aussuchen. Wenn du es schaffst, so viele Reize wie nur möglich, die auf dich einwirken, zu reduzieren, also Reizreduktion zu betreiben, kannst du die Arbeit, die dein Hirn leisten muss, um eben diese Reize zu selektieren, auf ein Minimum herunterfahren. Also versuch in deiner Umgebung die Sachen zu finden, die dich ablenken. Alles, was in deiner Umgebung oder deinem Raum einen Reiz darstellen könnte, versuche es so sehr wie nur möglich zu minimieren. Fassen wir nun nochmal zusammen. Wir haben in diesem Video erfahren, dass Fokus und Konzentration über einen langen Zeitraum antrainiert werden müssen und dass viele kleine Sachen eben wie Legosteine aufeinander aufbauen. Dabei können wir vor allem unsere Konzentration und unseren Fokus dadurch steigern, wenn wir unsere Umgebung, unsere Psyche, unsere Vorbereitung, unsere Gewohnheiten manipulieren. Wie sieht es bei euch aus? Kanntet ihr die Sachen für euch? Also waren das für euch keine Geheimnisse? Und wenn nein, werdet ihr sowas auch probieren? Was werdet ihr ausprobieren? Und was mich am meisten interessiert, teilt mit mir eure Geheimnisse. Ich selber versuche immer so viele Tipps wie nur möglich einzusammeln, um selber meine eigene Produktivität zu steigern. Du findest hier auf der Seite das Video, in dem ich erkläre, wie ich mich vorbereitet habe, um 100% zu erreichen. Und unten in der Beschreibung findest du die Bücher, die ich erwähnt habe, plus noch ein paar weitere, um Konzentration und Fokus zu verbessern. Ich habe alle diese Bücher selber gelesen und fand sie für meinen eigenen Erfolg im TMS, Uni und auch schon in der Schule enorm wichtig. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Video ein Like gibst und mich abonnierst, damit du mich unterstützt und der Kanal weiter wächst. Das war's für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.